Lieb Vaterland, magst ruhig sein. In wenigen Minuten in Sat 1. Ich stehe auf süß. Warum auch nicht? Natrin macht das süße Leben leichter. Toll, ohne Kalorien. Echt süß. Ich mag Natrin. Das macht das süße Leben leichter. Natrin macht das süße Leben leichter. Coco soll heute Abend hier sein. Das Parfüm im schwarzen Kleid. Endlich, Coco. Rasch, wir versäumen das Wichtige. Welche Ausstrahlung. Mama, das ist Coco. Na du, gehen wir mal aus. Es ist Coco. Mir schwinden die Sinne. Wie die Luft heute Abend vibriert. Das macht nur Coco. Fantastisch. Coco. Das nenne ich eine atemberaubende Frau. Für einen Hauch von Coco bin ich zu allem fähig. Walter, meinst du nicht, dass man uns reingelegt hat? Oh, dieses viele Geschirr ist überhaupt kein Problem. Du machst das wirklich toll. Wie das glänzt. Ach, das liegt am neuen Sunlicht Citrus. Riecht toll frisch. Und Sunlicht Citrus ist so ergiebig. Nur ein kleiner Löffel reicht für viel Geschirr. Sieh mal, selbst die letzten Teller werden sauber mit dem neuen Sunlicht Citrus. Man muss sie loben, unsere Männer. Hm. Gute Arbeit, ihr beiden. Mensch, Walter, du verstehst eben was von Geschirr. Das neue Sunlicht Citrus. Ein Freund, mit dem man glänzen kann. Die Beliebtheit, das echte Pikantje von Gouda. Oh, wird von Tag zu Tag größer. Wo soll's denn hingehen? Zur Feier des Jahres. Ans Buffet? Zur Prämie. Klingt ja toll. Tolle Bausparvorteile. Wo läuft denn diese Feier? Mensch, bei der LBS. Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause. LBS. Bis 31.12. zur LBS oder Sparkasse. Kleopatra, Königin von Ägypten. Kleopatra, unvergesslich, geheimnisvoll. Ihr Name steht für das Geheimnis der Schönheit. Creme und Parfum. Kleopatra, die neue Seife. Zart wie eine Creme, sinnlich wie ein Parfum. Kleopatra, die neue Seife, die unserer Welt ein bezauberndes Geheimnis bringt. Kleopatra, die neue Seife, das Geheimnis der Schönheit. Das einzig wahre Warsteiner. Die feine Art, Niveau zu pflegen. Odol, und sie sprudeln über vor Frische. Odol, und sie sprudeln über vor Frische. Odol! Und sie sprudeln über vor Frische! Du, hier steht, dass 60% aller Männer beim Spülen helfen. Und die anderen 40 lesen lieber Zeitung. Ich wette, diese 60% spülen mit Priel. So meinst du? Ja. Wenn man so sieht, wie Priel mit Fett fertig wird, dann müssten wir eigentlich alle Männer beim Spülen helfen. Genau! Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Ach, so meinst du das? Willst du viel, spül mit Priel. Guten Abend, liebe Zuschauer. Kurzmeldungen von Sat 1 Blick. Das Gipfeltreffen in Washington ist vorbei. Heute Abend nahmen die beiden mächtigsten Männer der Welt vor dem Weißen Haus Abschied.
Im strömenden Regen und vor etwa 200 Zuhörern würdigten US-Präsident Reagan und Kreml-Chef Gorbatschow ihr dreitägiges Treffen. US-Präsident Reagan nannte den Gipfel einen klaren Erfolg. Die Verhandlungen hätten den Himmel für alle Menschen guten Willens aufgehellt. Kreml-Chef Gorbatschow sagte, dass der Besuch in Washington die Erwartungen der Sowjets insgesamt befriedigt habe. Aber die Supermächte müssten noch eine Menge Arbeit leisten. Soweit die neuesten Bilder aus Washington. Im Ruhrgebiet haben die Demonstrationen von rund 100.000 Stahlarbeitern heute Morgen ein Verkehrschaos verursacht. Aus Protest gegen die geplante Schließung des Kruppwerks in Rheinhausen blockierten streikende Metaller Autobahnabfahrten und Hauptstraßen, legten den Verkehr in der Duisburger Innenstadt lahm. IG Metall-Chef Franz Steinkühler appellierte an die Vernunft seiner Gewerkschafter und forderte sie zur Mäßigung auf. Rumänien hat den Bundestagsabgeordneten Heinrich Lummer, CDU, und Wilhelm Schmidt, SPD, die Einreise verweigert. Die beiden Abgeordneten wollten sich vor Ort ein Bild über die schlechte Versorgungslage und über mögliche Hilfsmaßnahmen machen. Als Begründung für die Verweigerung der Einreisewiesen erklärte Bukarest, dass keine Einladung von rumänischer Seite vorliege. Zum Schluss der Kurznachrichten ein Blick auf das Wetter von morgen. Im Norden zunächst bedeckt und etwas Regen, nachmittags gebietweise aufgelockerte Bewölkung bei Höchstwerten um 3 Grad. In den mittleren Landesteilen meist stark bewölkt und neblig trüb, im Osten vereinzelt Regen oder Schneeschauer. Allgemeine Höchstwerte hier um 2 Grad. Im Süden ebenfalls zunehmend bedeckt und Nebel, aber nur geringe Schneefälle. Im Südwesten dagegen noch meist heiter, die Temperaturen höchstens bei bis minus 2 Grad. So, wir sehen uns hoffentlich wieder, liebe Zuschauer, gegen 22.55 Uhr. Dann auch wieder das Neueste von diesem letzten Gipfeltag. Dann wieder hier am Tisch mit Brigitte Weyrich. Auf Wiedersehen, bis später am Abend. Ich bin's, der Kuschel von Kuschelweich. Endlich Ferien. Und dazu sehen Sie nur diese kuschelig weichen Strandtücher und Polohemden, duftig frisch. Kuschelweich Superkonzentrat. Wer Weiches mag, mag mich. Zamek. Suppensoßen, Spezialitäten. Zamek. Zeichen guter Küche. Mit Zamek fängt die Mahlzeit an. Zamek. In den Suppen ist was drin. Zamek. An den Soßen ist was dran. Zamek. Qualitäten, die man schmecken kann. Zamek fängt die Mahlzeit an. Zamek schmeckt. Von Parfum, Christian Dior, Paris. Jetzt können Sie ganz Italien nach Lust und Laune abkochen. Denn Cattus hat alles für Ihre italienische Küche. Cattus, feine Kost aus aller Welt. Algemarin-Duschen. Das natürlichste Erlebnis, das man hautnah spürt. Ihr Wohlbefinden hängt von der Harmonie Ihrer Umgebung ab. Darum erfüllen Sie sich jetzt den Wunsch nach einem behaglichen Heim. Mit Ardo-Gardin. Schick, romantisch, kostbar, traumhaft. Ardo-Gardin gehören ans Fenster. Ardo. Die mit der Goldkante. Gillette Contour Plus mit Lubrastrip.
Contour Plus lässt die Klingen sanfter gleiten. Für die sanfte Rasur und das sanfte Gefühl danach. Das System Gillette Contour Plus. Gründlich wie immer, sanft wie noch nie. Es ist neu, völlig neu. Cliff, das Deodorant, das erfrischend anders ist. Kühl auf der Haut. Aufregend frisch. Markant im Duft. Cliff, das Deodorant. Erfrischend kühl, erfrischend anders. Liebe Zuschauer, heute Abend sehen Sie den letzten Film in unserer Reihe von Spielfilmen nach Erfolgsromanen von Johannes Mario Simmel, Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Sie wissen inzwischen sicher schon, dass Sie diesen und auch alle anderen Simmel-Filme, die wir Ihnen bisher gezeigt haben, zu Weihnachten verschenken können, sich selbst oder anderen lieben Menschen. Denn alle 7 Simmel-Filme sind auch als Sat.1 VHS-Videokassette erhältlich. Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen wollen, so haben Sie 30 Sekunden Zeit. Bitte sprechen Sie. Mein Name ist Johannes Mario Simmel. Ich will ihn sehen. Viel Vergnügen. Keine sehr vornehme Art, fremde Gespräche abzuhören. Du weißt, ich war schon immer dein Mann. Ich liefere Ihnen einen heißen Tipp. Und Sie verschaffen mir, was ich für einen Neuanfang brauche. Wir werden diese alten Tabus zerstören. Die Hemmungen abbauen, die Barrieren stürmen. Sie erlauben. Herr Hofrat, was wissen Sie sonst noch? 7-mal entführt sie Sat.1 in die Welt des Johannes Mario Simmel. Nur Sat.1 bietet Ihnen als Begleitmaterial zu unserer Reihe diese Filme auch als Sat.1 VHS Videokassetten. Der Preis 49 Mark plus Versandkosten. Und Jimmy ging zum Regenbogen. Liebe ist nur ein Wort. Der Stoff, aus dem die Träume sind. Alle Menschen werden Brüder. Gott schützt die Liebenden. Die Antwort kennt nur der Wind. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Wer alle 7 Filme bestellt, zahlt nur den Preis von 6, also 294 Mark plus Versandkosten. Richten Sie Ihre Bestellung an Sat.1, Kennwort Video, 6500 Mainz 500. Liebe Zuschauer, ich wiederhole nochmal die Adresse für Sie. Das ist Sat.1, Kennwort Video in 65 Mainz 500. Sie können die Kassetten aber nicht nur per Postkarte bestellen. Ganz eilige können uns auch gleich anrufen. Unter folgender Nummer 06131 380190. Unter dieser Nummer wird Ihre Bestellung noch bis Mitternacht angenommen heute. Also greifen Sie gleich zum Telefonhörer oder aber schreiben Sie uns eine Postkarte. Und jetzt, liebe Zuschauer, zu unserem Film Lieb Vaterland, magst ruhig sein. In den Hauptrollen sehen Sie Katrin Allegret, Heinz Dommitz und Günther Pfitzmann.